Hallo Leute, hier ist Christiane von Hundokatz und Selbstversorger. Seit langer Zeit gibt es endlich mal wieder ein Video. Heute will ich euch nämlich zeigen, wie wir unseren Outdoor-Herd eingeweiht haben. Endlich haben wir eine Outdoor-Küche mit Holz zu beheizen, werden die ganzen alten Holzabfälle verheizt. Ein bisschen herrichten haben wir müssen, aber der war geschenkt und funktioniert einwandfrei. Der Herd wird jetzt eingeweiht mit einer Tomatensauce. Die verwende ich immer für Spaghetti. Da tue ich dann noch ein wenig Hackfleisch mit rein, wenn es soweit ist und gut ist. So, jetzt will ich euch aber mal zuerst unsere Hauptdarsteller des heutigen Videos vorstellen, außer dem Herd, nämlich die Tomaten. Hier San Marzano, ganz rechts, da hinten sind noch ganz viel mehr. Das hier ist die blaue Ananas, ist noch nicht reif. Wie gesagt, gestern habe ich geerntet. Jetzt kommt die Painted Lady. Sind auch noch nicht reif, die großen. Aber unten die kleinen, die sind schon reif, die kann man auch ernten. Das ist sehr lecker, sehr lecker. Als nächstes helle Erfurter. Auch sehr gut. Sind auch noch nicht reif, wie man sieht. Hier hinten sind die ganzen San Marzano, da habe ich 7 Pflanzen, meine Lieblingstomate. Das ist die Dixie Golden Giant, die wird riesig und ganz orange. Citrina, sieht aus wie Zitrone. Burger-Tomate, diese Fleischtomaten mag ich nicht so gern, die sind so kompliziert zum Putzen. Da weiß ich nicht, wie sie heißt, die habe ich geschenkt gekriegt. Ist aber auch saatfest, wie alle meine Tomaten. Wieder Erfurter Hell und nochmal Erfurter Hell. Wie ihr seht, sind da noch jede Menge Tomaten dran, die reif werden müssen. Kann auch viel Tomatensauce kochen oder ich mache auch Ketchup und anderes. Und natürlich müssen wir erst einmal anschüren. Wie man sieht, lauter Holzreste brennt super. Funktioniert einfach frei. Das Feuer ist jetzt schon heiß, der Topf steht um. Hier seht ihr die Zutaten, was alles drin ist. Ein wenig mehr ist einer dabei, aber das ist so das hauptsächliche. Zwiebel schneiden. Tempo. Ab in den Topf mit Olivenöl anrösten. Wurzelt schon ganz schön. Und 2 große Zwiebeln. Eine kleine Sellerieknolle, die wird gerieben und kommt auch mit zu den Zwiebeln. Gescheit umrühren, das ist immer wichtig, dass es anbrennt. Aber je nachdem, wo man den Topf hinstellt, ist es heißer oder weniger heiß. Sehr praktisch auf dem Herd. Hier unsere Hauptzutat, Tomaten. Eine Riesenschüssel, ich schätze mal, das wären 2 Kilo gewesen sein oder 3 vielleicht sogar. Knoblauchzehen. Das ist die Dixie Golden Giant. Die kommt jetzt in den Smoothie Maker mit ein paar Knoblauchzehen. Wird gut gemixt. Sämtliche Tomaten mixe ich immer mit diesem Smoothie Maker. Und dann kommt es einfach in den Topf und wird gekocht. Werde gleich sehen. Die ganzen Tomaten müssen jetzt noch gemixt werden. Ich schneide immer die Stiele oben raus, die Stielansätze. Hier Painted Lady auf der linken Seite, auf der rechten blaue Ananas.
die anderen Zutaten wie Basilikum und so weiter, die stopfe ich da einfach mit rein. Die werden mit gemixt. Sämtliche Tomaten, wie gesagt, werden gemixt. So, jetzt sind sie schon alle, alles leer. Alles ist im Topf. Und jetzt muss das kochen. Die ganzen gemixten Tomaten, die Gewürze, Oregano, Rosmarin, Thymian, Salz, Pfeffer und selbstgemachte Gemüsebrühe als Gewürz sind da mit drin. Und es kocht jetzt eine Stunde mindestens. Zuerst mit Deckel. Da blubbert schon. Jetzt kocht es richtig. Und dann ohne Deckel, damit die viele Flüssigkeit ein wenig verdampft und es ein wenig schön sämig wird. Solange das kocht, kann man dieweil die Gläser herrichten. Da werden die Gummiringe abgekocht, damit sie steril sind. Gläser habe ich schon vorher sterilisiert. Dann noch mal wieder rühren. Gekostet habe ich natürlich auch schon, schmeckt schon sehr lecker. Ein bisschen Zucker habe ich auch noch rein, um die Säure etwas zu nehmen. Alles fertig. Dann geht es ans Einfüllen. Die Gypsy, die hat alles beobachtet und genau zugeguckt. Ein Löffelchen Zitronensäure mit ins Wasser, weil wir so kalkhaltiges Wasser haben. So, jetzt wird es eine Stunde bei 100 Grad in dem Einkochtopf da gekocht und dann ist fertig. Jetzt muss es noch abkühlen und dann hält sich die Soße für ein paar Jahre. Das heißt, nein, so lange hält sie nicht, denn wir essen sie vorher. Aha. Am nächsten Morgen sind die Gläser alle zugegangen, hervorragend. Unsere Outdoor-Küchen-Einweihung war ein voller Erfolg. Jetzt können wir uns da 8-mal Spaghetti mit Tomatensauce von eigenen Tomaten, eigenen Gewürzen schmecken lassen. Super!